Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei zockt Fußball Manager 13 im Mikromanagement. Wir spielen heute gegen Real Saragossa mit unserer Mannschaft Malaga. Und das bedeutet der Tabellenneunte gegen den Tabellenvierten und eine Spielstärke von 790 gegen eine Spielstärke von 834. Ich bin gespannt, wie das Spiel ausgeht. Ich bin gespannt, wie das Spiel überhaupt sein wird. Ich bin gespannt, ob wir überhaupt irgendwas reißen können am 28. Spieltag der spanischen Primera Division. Und ja, sind wir einfach mal gespannt. Denn ich habe jetzt lange keinen Fußballmanager aufgenommen. Eine Woche lang habe ich dieses Spiel nicht gesehen. Eine Woche lang habe ich mich mal vollkommen davon erholt, dass ich hier spiele. Sozusagen und habe nur Radsportmanager aufgenommen, alles andere irgendwie ein bisschen vernachlässigt und ja, mal ein bisschen entspannt, ein bisschen relaxed und so weiter. Und jetzt müssen wir hier natürlich mal durchgucken, weil ich habe keinen blassen Dunst, was hier so angestanden hat. Glücklicherweise kenne ich meine Spieler noch einigermaßen. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ja, Franco Zuculini. Oder Zuculini, doch, so heißt er. Ja, ist ja ein richtig guter. Der hat sich ja in Hoffenheim so mal gar nicht durchgesetzt. Und wird dann verliehen und verkauft und verliehen und verkauft und wie auch immer. Und ja, jetzt ist er sozusagen hier bei unserem Gegner. Und den Gegner wollen wir natürlich schlagen. Die große Frage ist nur, schaffen wir es oder schaffen wir es eben nicht? Ich bin ganz nervös, klick hier nochmal rein. Das passt. Eigentlich passt alles soweit. Wir geben 10.000 Euro Siegprämie und ich würde sagen, wir gehen rein ins 3D-Spiel. Gucken, was wir reißen können. Gucken, was passiert und gucken, was sich alles noch so ergibt. Hier oben haben wir irgendwie Erfolge und Belohnungen 100 von 157. Also so viel fehlt, glaube ich, gar nicht mehr. So, dann gehen wir mal rein. Ach du lieber Schreck, ja genau, wir würden gerne im Trikot spielen, dass wir uns erkennen. Okay, spielen wir schwarz-weiß. Auch mal schön ein bisschen schwarz-weiß zu spielen. Und dann sagen wir hier als große Ansage, ja, was sagen wir da? Gebt euer Bestes, würde ich sagen. Hat bisher immer gut funktioniert. Und was immer gut funktioniert, sollte man vielleicht auch beibehalten. Ich weiß gar nicht, was wir in der Woche davor trainiert haben. Ich habe ja keine Ahnung mehr, was ich vor einer Woche gemacht habe. Es ist wirklich sehr erschreckend. Ich habe von heute auf morgen sozusagen aufgehört und habe beschlossen, dass aufgrund einer Woche voller Geburtstage, Familienfeiern und Urlauben es vielleicht besser wäre, nur das Nötigste zu tun, um ein bisschen runterzukommen und sich nicht noch den YouTube-Let's-Play-Stress sozusagen anzutun. Und die Erholung hat mir ziemlich gut getan und ich hoffe, dass es jetzt fürs nächste Jahr richtig gut so weitergeht, wie es in dem Jahr davor angefangen hat. Also sprich, dass möglichst wenig Videos ausfallen, ich meine Pläne soweit einhalten kann, wie ich es mir vorgenommen habe. Hier sehen wir unsere Aufstellung, die Aufstellung vom Gegner haben wir auch schon gesehen, Anstoß hier durch unseren Gegner und ja, los geht's, Portillo erobert den Ball auf Mustafi, Taffer tankt sich durch und macht direkt das erste Tor, Mann, was ein Start nach meiner Pause in der ersten Minute, Yannis Taffer mit dem 1:0 gegen Real Saragossa. So lobe ich mir das, so kann's losgehen, so macht's Spaß. So, wieder Anstoß und wir fangen wieder den Ball ab. Joaquin auf Mustafi auf Taffer, dann allerdings ein Abwehrspieler und diesmal kommt er nicht durch. Der Ball ist zu weit, geht ins Aus, das gibt wohl Einwurf für uns. Ja, siebte Spielminute, Einwurf für den Gegner, dummerweise bei uns in der Hälfte nach einem etwas taktisch unklugen Ball ins Aus. Jetzt haben wir hier gerade den Angriff abgefangen, gibt glaube ich wieder Einwurf hier für den Gegner und das dann in der zehnten Minute. Nein, Einwurf für uns. Bestens. Ja, weiter Ball hier auf Mustafi. Mustafi verliert ihn allerdings in der eigenen Hälfte. Das ist schlecht. Hier kommt der Ball zum gegnerischen Stürmer. Der zieht ab. Und glücklicherweise können wir den Ball abwehren. Und dann wird er gegen das Außennetz geköpft. Und das hat uns einen Eckball erspart. Sehr schön gemacht hier. So, Taffer. Weiter Ball zu Mustafi. Mustafi kann sich nicht durchtanken. Aber Joaquin fängt den Pass ab. Gerson kommt raus, wird ausgespielt. Gamas hilft und hat ihn. Das war ein Foul an Mustafi. Das gibt Freistoß
für unsere Mannschaft. Ich bin gespannt, wie dieses Spiel ausgeht. Momentan steht es ja knappe 1:0. Der Gegner macht mächtig Druck und ich würde ganz gern direkt mit einem Gewinn sozusagen dieses Spiels in die Rückrunde starten. Es ist ja nicht wirklich die Rückrunde, aber es ist für mich die Rückrunde, nach einer Woche kein Fußballmanager aufnehmen, ist das hier sozusagen für mich die Rückrunde. Und Mustafi verduddelt hier die Chance auf den 2:0 Führungstreffer. Macht das jetzt besser? Nein. Wir sind gespannt, wann und für wen das nächste Tor fällt. Und das gibt erstmal Einwurf, dummerweise für den Gegner, aber das an der eigenen Eckfahne. Da hätten wir eventuell Chancen, wenn wir den Ball rechtzeitig abfangen. Wunderbar. Und da Taffer nach innen auf Mustafi. Portillo, Mustafi und 2:0 in der 34. Minute durch Orhan Mustafi. Der absolute Wahnsinn, wie das hier losgeht. 35 Minuten gespielt, es steht 2:0, Real Zaragoza liegt hinten. Aber wir haben schon einige Spiele gehabt in der Vergangenheit, wo wir relativ komfortabel geführt haben, teilweise 3:0 und das Spiel am Schluss doch noch unentschieden oder sogar verloren ging. Deshalb haben wir einfach mal die Hoffnung, dass das diesmal besser klappt. So, Portillo auf Taffer und das ging so schnell, dass ich es gar nicht richtig gesehen habe. Taffer will ihn ablegen, der Ball dotzelt, Mustafi ist weg, Taffer geht nach, Taffer schiebt ihn rein. 3:0 in der 41. Minute, das sieht positiv aus. Es sieht aus, als könnten wir mal wieder punkten, das wäre wichtig. Denn wir haben ja ein Ziel, wir wollen Dritter werden in der Tabelle. Sechster müssen wir werden, aber Dritter wollen wir werden. Bisher sind wir, glaube ich, auf Tabellenplatz 4, weil wir gegen Real Madrid verloren haben. Moment mal. Der kommt mir doch bekannt vor, hier der Kollege. Ich bin gerade etwas verwirrt. Mal gerade vergleichen. Ne, der heißt Porca, nicht Paca. Okay, dann passt's. Nichtsdestotrotz ist Halbzeit, wir machen Halbzeitansprache. Wir sagen unseren Jungs, ja, macht weiter so, dann fügt sich alles zusammen. Das hört sich gut an. Außerdem müssen wir hier ein bisschen die Leute massieren. Gamas hat sich's verdient, massiert zu werden. Camacho hat sich's verdient, massiert zu werden. Und Ledesma, würde ich sagen, hat sich's verdient, massiert zu werden. Da müssen wir uns noch um die Noten kümmern. Letztes Mal leider gar nicht gut. Den kritisieren wir mal. Mal gucken, was das für eine Auswirkung hat. Keine. Okay. Camacho wird motiviert. Morial wird motiviert. Gerson wird motiviert. Und Shark wird... wird nicht motiviert. Mustafi können wir vielleicht noch motivieren. Jetzt ist Vollgas angesagt, sagt er. Das macht mir Hoffnung, dass jetzt noch ein paar Tore fallen. Und zwar für uns gegen unsere Gegner. Deshalb gehen wir wieder raus auf den Platz. Lassen noch ein paar Leute auf der Bank ein bisschen schmoren. Die wechseln wir später ein, so in 20 Minuten. Und dann schauen wir mal. So, Mustafi ist durch und ja, jetzt gibt er Vollgas und schießt direkt mal vorbei. In der 46. Minute hat er auf seinem Fuß das 4:0, aber vergibt das kläglich. Schöne Abwehrleistung hier von Camacho. Mustafi tankt sich durch. Mustafi und wieder vorbeigeschossen. Wollte er unbedingt selbst machen. Hätte abspielen können auf Taffer. Schießt hier leicht am Tor vorbei. Wunderbar. Hier Mustafi auf Taffer. Taffer verliert allerdings den Ball. Es kann ihn keiner zurückerobern. Bis auf Gerson. Der hält dann mal den Gegenspieler auf. Bitter. Was war denn das hier, bitteschön? Ja, die Gegnerfans geben Vollgas. Ich verstehe hier fast mein eigenes Wort nicht. Das Ganze müssen wir natürlich gleich ein bisschen leiser schalten, indem wir nochmal ein Tor erzielen. Und dann die Fans endlich wieder die Nase und den Mund halten. So, Freistoß hier. Alter, da aus. Ja, das war knapp hier.
Einwurf für uns. Der kommt rein auf Portillo, Portillo auf Taffer, Taffer auf Mustafi und der scheitert schon wieder am Torhüter. Das gibt's doch nicht. So, Adidi, Flanke, Joaquin, das war ein Foul. Da muss er Elfmeter geben, das kann doch nicht sein. Wahnsinns-Konter, aber wir haben hinten die Leute stehen. Super abgefangen hier den Konter. Wir fangen uns kein Gegentor. Jetzt kontern wir mal Joaquin und das war ein Foul und es wird wieder nicht gepfiffen. Ist ja unglaublich, der Schiri pfeift gegen uns. Jetzt aber, komm, Joaquin, Joaquin geht, Joaquin, Joaquin trippelt, Joaquin geht, Joaquin geht, Joaquin mit der Flanke nach innen. Portillo mit dem Weitschuss, 4:1 in der 69. Minute und weil die Uhr gerade umspringt auf 70, machen wir mal hier einen Wechsel. Wir bringen unseren Linksverteidiger, das Semba ein bisschen Erfahrung sammelt, wir bringen den Bart für Joaquin. Und wer hat es denn sich noch verdient? Buonanotte, der darf auch nochmal als offensiver Mittelfeldspieler ran. Und das sind unsere drei Wechsel, die wir heute machen wollen. Da wird noch gefeiert. Die Auswechselspieler stehen schon parat, hat gerade das Tor gemacht. Und ja, jetzt kommt sein Kollege. Da sind wir mal gespannt, was der so drauf hat, was der so macht. Müssen wir noch ein paar Umstellungen machen, wenn die auf dem Platz sind. So, müssen wir noch schnell in die Taktik rein, weil der ist natürlich Spielmacher. So. Dann brauchen wir natürlich hier noch ein paar andere Anweisungen, die passen eigentlich soweit. Dann gehen wir mal raus, gucken uns noch an, was hier noch geht. Halbe Stunde ist noch, drei Tore liegen wir vorn, da sollte eigentlich nichts mehr anbrennen, aber naja. Wir haben schon Kühlkotzen sehen, wir haben hier schon Spiele verloren, die waren anders. So, Barts trippelt auf Buonanotte. Mustafi spielt den Strafraum, dummerweise ist dort kein Taffer. Und ja, der Gegenspieler kommt an Ball. Camacho auf Mustafi vor. Taffer abseits. Schade, Taffer abseits. Das wäre es gewesen. Der Ball dotzelt so in den Strafraum. Und er hätte es trotzdem noch geschafft, den vorbeizuhauen. So, kurzer Freistoß hier vom gegnerischen Torhüter. Sehr schön aufgepasst, unsere Innenverteidigung. Und schon läuft der Konter und wow. Taffer scheitert am gegnerischen Torhüter. Jetzt aber hier. Offener Schlagabtausch. Schark, super Job gemacht. Hat den Ball mal wieder in den Händen. So, jetzt Adili. Taffer. Taffer scheitert. Taffer, Mustafi. Und der Torhüter hat ihn. Der Torhüter lenkt ihn ab zum Eckball. Wer schießt den Eckball? Ich vermute Gammes. Und er fehlt natürlich jetzt hinten. Nicht gut. So, mehrfach wird der Ball hier hin und her gespielt. Und dann gibt es einen Foul. Und dafür gibt es eine Karte hier für Cuenca, Cuenca. Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Von der gegnerischen Mannschaft, nachdem er unseren guten Camacho gefoult hat. So, jetzt Buonanotte, Taffer ist frei. Wird hier von Bein geholt und den Nachschuss haut Mustafi volle Kanne am Tor vorbei. Das leere Tor, alle liegen am Boden und Mustafi schießt vorbei. Machen die Nerven nicht mehr mit, brauchen wir Motivationstrainer? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls gewinnen wir das Ganze hier 4:1. Malaga gegen Real Saragossa, 90 Minuten. Nick Frei geht am Rand des Spielfelds ab, wie Kloppo in seinen besten Tagen. Die Spieler freuen sich, klatschen sich ab, aber naja, Begeisterung sieht eigentlich anders aus. Nichtsdestotrotz haben wir gewonnen, das ist das Ziel gewesen, das war nötig. Die Tore haben wir gesehen, brauchen wir uns eigentlich nicht nochmal angucken. Puh. Da brauche ich ja fast schon Luft. Sauerstoffzelt bitte. Das war ja ein Torfestival vom Allerfeinsten. Mustafi 2, Taffer 2, Portillo 1. Und hier nur Luis Garcia mit einem Treffer. Ansonsten bin ich mit den Noten unserer Mannschaft recht zufrieden. Portillo war der beste Spieler auf dem Platz. Wenn mir nicht so ganz gefällt, ist Ledesma mit einer 4,0. Da müssen wir irgendwas unternehmen. Entweder muss der besser werden oder er muss sich irgendwie mal so ein bisschen mehr hier einbringen. Wir liegen weiterhin ein Punkt hinter Real Madrid. Leider haben wir das Spiel ja verloren und sind dadurch auf Platz 4 gerutscht. Real bräuchte man einen schlechten Tag. Die müssten einmal scheitern. Wir gewinnen, wären wir wieder vorbei.
Das ist die große Hoffnung, die wir haben in den letzten verbleibenden Spieltagen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es genau sind, aber viele dürften es nicht mehr sein. Es ist ja schon der 28. Spieltag. Messi hier zum fünften Mal in der Mannschaft des Tages. Von uns hat es, wie es aussieht, keiner geschafft. Die Teamleistung ist auch nur eine enttäuschende 3,09 mit 4 Toren, 15 Chancen, 8 Schüssen, einer Ecke. Ballbesitz nur 49%, 77 Pässe, der Gegner nur 72 und wir haben eine Passgenauigkeit von 75%. Das ist natürlich ist okay. So, Mustafi hat es leider hier irgendwie nicht so wirklich hingekriegt, mal kräftig einen reinzudrücken. Und deshalb hat er nur ein Tor geschossen und jetzt sind wir hier gleich. Taffer 29 Treffer, 2 heute. Mustafi 29 Treffer, 3 heute. Und Quatsch, Messi 29 Treffer, 3 heute. Und Mustafi 29 Treffer, 1 heute. Und ja, die drei kämpfen drum, wer hier Torschützenkönig wird. Also, dass sich zwei unserer Stürmer mit Messi messen, ist natürlich schon ein bisschen, naja. Gut, lassen wir das mal so dahingestellt. Die Bewertung der Wintereinkäufe. Ein guter Griff war Ledesma. Spricht man den überhaupt so aus? Ich glaube ja. Für 3 Millionen ist er gekommen. Zu uns nach Malaga. Innenverteidiger, 19 Jahre alt. Er hat natürlich die Chance, mit 19 Jahren sich noch prächtig zu entwickeln und richtig gut zu werden. Jetzt sind wir mal gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Hinweis auf Sonderprämien für Einsätze. Haben wir schon eine Mail im Postfach? Müssen wir natürlich gleich mal nachgucken, was es damit auf sich hat. So, Sonderbericht Verletzung. 12 Tage fällt noch De Michelis aus. Dann hatten wir hier mit, Schalke kriegt 5.000. Oh mein Gott, 5.000. Das macht uns ja arm. Das ruiniert uns. Innerhalb von Minuten sind wir pleite, müssen Insolvenz anmelden. Natürlich interessiert uns das überhaupt nicht. Das ist ein Trinkgeld. Und dieser Torhüter, der ist bei weitem viel mehr wert, als die 5 Millionen, die man uns momentan hier gibt. Ihr seht, was der für Werte hat. Ich glaube, seine größte Schwäche ist momentan die Robustheit. Also der hat hier schon Hammerwerte, muss man ganz ehrlich sagen. Da bin ich doch echt mal überrascht, wie gut der ist mit seinen 20. Das kann ganz großer werden. Wenn ich das mal anguckt, der hat jetzt schon Fähigkeiten 76. Was ihm fehlt, ist die Erfahrung. Er hat minus 4 bei Erfahrung und ist trotzdem starke 72 Torhüter. 9 Punkte fehlen ihm noch, also noch ein bisschen Einsatz die Saison. Und er hat einen starken Punkt mehr. Also, da arbeiten wir dran, damit er hier einen kräftigen Marktwert erzielt. Dann haben wir nämlich eine richtig gute Investition in diesen Torhüter gemacht und genau das ist ja das, was man machen muss, wenn man hier irgendwie groß werden will und auch ein bisschen Kohle verdienen will für seinen Verein. So, ansonsten sieht es ganz gut aus hier. Alle Verträge laufen noch. Wir können hier uns punktuell für nächste Saison verstärken. Also ist prinzipiell nichts Schlechtes. Wir müssen hier noch ein bisschen für einen Marathon üben. Wir laufen ja bald ein. Keine Ahnung, was da los ist. Karriereoptionen, wie schaut's denn aus? Gibt's irgendeinen, der in einer tiefen Krise steckt? Borussia Dortmund steckt in einer tiefen Krise. Also, wenn die bei mir anfragen, stehen die Chancen gut, dass wir in die Bundesliga wechseln? Weil ich gebe das ja offen zu, ich bin ja Kloppo-Fan. Und wenn ich natürlich den gleichen Verein trainieren dürfte, den Jürgen Klopp trainiert, dann wäre das für mich natürlich die größte Ehre schlechthin. Und dann würde ich natürlich auch Malaga einfach stehen lassen und würde sagen, komm, da gehen wir hin. Es ist nicht mal wegen Borussia Dortmund. Es ist wirklich nur, weil dort der Klopp-Trainer ist. Also ich bin ja sogar Schalke-Anhänger so ein bisschen. Also ich bin, das ist ja das Verrückte bei mir. Ich bin ja Schalke und Dortmund-Fan. Das verstehen ja die wenigstens, wie man das sein kann. Aber das kommt eben durch die Trainer. Nach Schalke bin ich so ein bisschen hingewandert dadurch, dass dort Rangnick aktiv war. Seit Rangnick weg ist, bin ich da so ein bisschen halbschwanger, ob ich ihm die Daumen drücken soll oder nicht. Und drücke so ehrlich gesagt immer weniger, wobei natürlich Draxler ist ein Wahnsinnstalent. Leute, Draxler ist ein Wahnsinnstalent. Also es ist so, ich bin so mehr so ein Fan von Spielern und Fan von Trainern, als ein Fan von einem Verein. Ich bin kein richtiger Fußballfan, muss ich ganz offen dazu sagen. Für jeden normalen Fan, der lacht mich aus, wenn ich sage, was ich so als Grundlagen dafür nehme.
wo ich sozusagen die Daumen drücke. Am einfachsten fällt es mir ganz ehrlich bei der deutschen Nationalmannschaft. Da fällt es mir am leichtesten, die Daumen zu drücken, weil ja, da spielen alle, die gut sind und die ich irgendwie anhimmel. Und von daher passt's. Nichtsdestotrotz, ich ja, weiß nicht, was ich hier gerade noch Sinnvolles tun könnte, außer das, was nächste Woche dann sowieso zu managen ist. Und normalerweise mache ich die Managementaktion ja immer von Montag bis ja, bis zum Spiel. Ich muss jetzt gerade mal in den Kalender gucken, wann haben wir denn eigentlich die nächsten Spiele? Da haben wir spielfrei wegen Nationalmannschaft. Und dann ist der März schon zu Ende und dann kommt hier ein Spiel gegen Osasuna, das ist ein Heimspiel. Und ja, dann haben wir schon April. Also es geht jetzt ratzifatzi April, Mai, Juni und dann ist rum. Da bin ich mal gespannt. Also viele Spiele sind es nicht mehr, die wir noch haben, um auf den dritten Tabellenplatz zu kommen. Wir hoffen wirklich drauf, dass Real Madrid noch einmal stolpert, irgendwo irgendeinen Patzer hinlegt und wir möglichst störungsfrei durchkommen. Allerdings müssen wir noch gegen Barcelona spielen. Wird auch nicht einfach. Aber unser Saisonziel ist ja auch Tabellenplatz Nummer 6. Sind wir mal gespannt, was wir dort reißen können. Ich sage auf jeden Fall an der Stelle schon mal danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Nick Frei zockt Fußballmanager 13 im Mikromanagement. Ja, und bis dahin noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye bye.